Hallo ihr Lieben, hier ist Tamara von Kreatives aus der Dachstube. Ich habe gerade meine Bestellung bekommen. Unter anderem war darin das Paper Pumpkin Set von Stampin' Up. Und ich habe jetzt spontan beschlossen, dass ich euch beim Auspacken einfach mal mitnehme. Und wir gucken mal, was sich da drinnen so Tolles versteckt. Erstmal ist ja schon diese Sonnenschachtel dabei. Ich brauche nochmal die Schere. Also ich habe wirklich noch nicht reingeguckt, wie ihr seht. Die Folie ist noch dran. So. Da haben wir ja erstmal die Schachtel, die man ja dann auch weiter nutzen soll und kann zum Verschenken. Und dann geht es auch schon los. Wir haben hier einen Stamping Spot in Schwarz, also Archival Ink ist es dann, Basic Black, sehr cool. Dann ist hier gleich oben drauf das Stempelset. Warte mal, gucken, ob ich das drunter legen kann, damit man es ein bisschen besser erkennt. Ein weißes Blatt. Am besten. So. Da haben wir einmal, scheint die Sonne heute noch heller. Hallo, Sommer, so eine Sonne. Sonnenstrahlen sollen es wahrscheinlich sein. Sonnenschein, du bist toll, nur für dich. Also nur für dich scheint die Sonne heute noch heller. Hallo Sonnenschein. Ja, ganz süßes Stempelset. Dann ist hier natürlich der Flyer dazu. Share Sunshine mit diesem von Sarah inspirierten Paper Pumpkin Set. Sehr cool. Was haben wir hier noch? Mini-Schachteln. Ah, das sind aber noch diese Paper Pumpkin Mini-Schachteln. Die hatte ich mir auch bestellt. Habe ich aber auch noch nicht angeguckt. Da kann man sich dann so diese Boxen sozusagen in klein zusammenbauen. Und dann kommen die Kartenaccessoires. Tada! So. Das Papier nicht kaputt machen, das können wir super dann zum Verschenken in der Box gebrauchen. Ich mache jetzt mal beiseite und mache mal hier die Verpackung der Karten auf. Und dann schauen wir mal, was da noch so alles drin ist. Also, wir haben hier schon mal solche Pailletten zum Aufkleben. Sonne sozusagen zum Aufkleben. Dann sind dabei Stampin' Dimensionals. Dann haben wir 8 Umschläge mit so einer Goldfolierung. Und dann kommen hier so Die-Cuts, also so Stanzteile. So ein bisschen Aquarell-Look. Zitrone, Sonne, Blätter. Davon gibt es 2 Bögen. Und die 3 Bögen sogar. 4 Bögen. Ach, alles die gleichen. Okay. Also 5 mal diese Elemente hier. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass es verschiedene sind. Dann haben wir hier einen kleinen Streifen Glue Dots. Und dann kommen wir zu den Karten. Da haben wir, nee, das ist gar nicht wahr. Das sind keine Karten, das sind Etiketten. Solche Streifen, so, die kann man dann so Klebestreifen hier, so Klebeetiketten. Also einmal so schmale Streifen. Entschuldigt die Hintergrundgeräusche, aber gut, ich wohne halt an der Hauptstraße. Aber es ist so unfassbar heiß. Ich ersticke, weil ich zu einem Fenster. Ich musste das jetzt auflassen. Also dann haben wir 4 von diesen großen Etiketten und ganz viele kleine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 16 kleine Etiketten. Und jetzt die Karten. Da haben wir jetzt hier einmal 2 Stück mit diesen Goldstreifen. Dann, hier sind auch nochmal Etiketten. Einmal so ein großes Goldetikett. Das kann man dann wahrscheinlich verwenden, um, um das hier vorne auf die Box drauf zu machen, um dieses Paper Pumpkin zu überdecken.
um das weiter zu verschenken. Dann nochmal Sticker, passend zu den Die-Cuts, die schon dabei waren. Hier sind auch nochmal vorgestanzte Etiketten. So, und da, oh, die ist ja cool. Die gefällt mir gut, die Karte hier. Davon zwei. Dann haben wir hier die Sonne. Auch so goldfoliert. Dann auch nochmal so eine Aquarellkarte. Ja, für 8 Karten, ne? Und das ist das Paper Pumpkin Set. Und hier natürlich nochmal so eine Anleitung, wie ihr die Karten zusammensetzt. Die liegt auch dabei. Ja, meine Lieben, das war's schon. Ich werde bestimmt irgendwas damit basteln. Ich muss mal schauen, was ich damit so anstelle. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, mal die Karten einmal so ausprobieren, wie sie hier drauf sind. Und dann mal gucken, was ich damit mache. Also, ein schönes, kurzes Vorstellvideo und ich sage Tschüss aus der Dachstube.